Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich wieder mit dem Crockpot kochen. Heute werde ich ein ganz leckeres Rindfleischcurry machen. Ja, da braucht man wirklich eigentlich nicht viel vorbereiten. Das heißt, man muss ein paar Zwiebelchen schneiden, ein paar Gewürze zusammentragen, die Zwiebelchen so ein bisschen in der Pfanne anrösten und dann kommt schon alles in den Crockpot rein. Ich nehme dafür heute 1000 Gramm Rindfleisch. Ich habe mir das schon mal in Gulaschwürfel zurechtgeschnitten. Dann habe ich hier jeweils 2 Teelöffel Garam Masala, Kreuzkümmel und Koriander gemahlen. Dann 2 Teelöffel Tomatenmark, 3-4 Kaffirblätter, 1 Teelöffel Zitronengraspulver und 1 Teelöffel Galgant. Dann nehme ich noch 3 Knoblauchzehen, einige Zwiebeln, etwas vom Ingwer, den werde ich noch reiben. Dann brauche ich hier vom Ghee nochmal 1-2 Esslöffel, Pfeffer und Salz natürlich, ein wenig Fischsoße, da nehme ich nachher einen Esslöffel voll und ein wenig Wasser, das sind jetzt hier so etwa 250 Milliliter. Als erstes werde ich jetzt mal die Zwiebeln klein schneiden und in der Pfanne mit den Gewürzen ein wenig anbraten. Vom Ghee habe ich jetzt 2 Esslöffel schon mal in die Pfanne gegeben und lasse das jetzt erstmal schön weich und heiß werden. Wenn das Ghee dann schön heiß ist, dann gebe ich meine Zwiebelchen, Knoblauch und den geriebenen Ingwer dazu. Vom Ingwer habe ich heute mal einen halben Teelöffel genommen, ich habe ihn ja gerieben. Wenn man das in kleine Stückchen schneidet, dann kann man ruhig etwas mehr nehmen, also auf einen Löffel etwas mehr nehmen, das heißt so etwa 1 Teelöffel voll. Das Ganze lasse ich jetzt hier im Moment anbrutzeln, das kann ruhig ein bisschen braun werden. Und dann gebe ich gleich noch meine Gewürze mit dazu. Und wenn dann so die Zwiebelchen so ein bisschen Farbe annehmen, dann gebe ich auch schon mal meine Gewürze damit rein. Ich mache mir dann immer hier in der Mitte erstmal so eine kleine freie Fläche. Und dann kommen die Gewürze dazu. Und auch noch das Tomatenmark gleich dazu. Und die Kaffirblätter. Ich nehme heute nur 3 Stück. Das sollte eigentlich ausreichen. Ja, das so ein bisschen hier mit dem Fett vermischen und dann alles schön durchmengen. Also ich habe heute bewusst keine scharfen Komponenten damit dran gemacht. Wenn man es etwas schärfer mag, dann lässt man ein bisschen was von den Gewürzen, jeweils ein Drittel vielleicht davon weg und nimmt dafür noch 2 Teelöffel rote Currypaste. Und wenn die Gewürze dran sind, immer mal wieder so ein bisschen durchrühren, die sind relativ empfindlich, die sollten also auf keinen Fall anbrennen. Und wenn das dann alles schön angebraten ist, dann lösche ich das auch schon ab. Dazu stelle ich die Flamme wieder auf groß und nehme so ungefähr die Hälfte von meinem Wasser, was ich hier bereitgestellt habe. So. Und das Ganze dann nochmal schön durchrühren. So, dann stelle ich die Flamme auch aus und werde das Ganze gleich dann in den Crockpot reingeben. In den Crockpot gebe ich heute als erstes das Fleisch rein. Hier ist noch ein Stückchen übrig. Dann gebe ich meine Zwiebelchen, Knoblauch und den Ingwer, Limetten und die leckeren Gewürze damit zu. Dann kommt noch etwa die Menge von einem Teelöffel von der Fischsoße dazu, das restliche Wasser. Dann rühre ich das einmal etwas durch. Ja, es sollte so knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein. Das reicht völlig aus. Mehr braucht man da eigentlich nicht. So sieht es sehr gut aus. Und dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Und stelle jetzt erstmal auf 2. Ich bin jetzt erstmal zu Hause. Lass das jetzt eine Stunde auf 2 erstmal anheizen. Stelle dann runter auf 1. Und lass es dann nochmal 6 Stunden vor sich hin garen. Ja, dann sehen wir uns so in 6-7 Stunden wieder. So, jetzt sind also ungefähr 7 Stunden vergangen. Jetzt mache ich mal den Deckel auf. Ich habe mir jetzt hier noch ein bisschen Speisestärke und nochmal einen Löffel Bio-Rinderbrühe klar zusammengerührt.
Davon gebe ich jetzt hier einen Teil schon mal mit rein. Nicht alles. Und rühre dann einmal so ein bisschen durch. Ja, das kann ruhig so ein bisschen andicken. Soll nicht zu fest werden. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt nochmal so, ja, dreiviertel Stunde bis Stunde mit dem offenen Deckel auf Stufe 2 vor sich hinziehen. Jetzt ist nochmal eine gute Stunde vergangen. Das ist nochmal so ein bisschen eingeköchelt, hat jetzt die perfekte Konsistenz. Das Fleisch ist wirklich sehr, sehr zart. Und jetzt wird angerichtet. Als erstes gebe ich dann wieder ein Reistürmchen auf den Teller, möglichst mittig und möglichst, dass es hält. Dann gebe ich von dem Curry ringsherum ein wenig. Dann kommt noch ein bisschen Dekoration. Ich habe hier so eine ganz leckeren kleinen roten Paprika, Sweeties nennen die sich. Die schmecken wirklich hervorragend. So leicht fruchtig, pikant, minimal scharf. Noch ein bisschen Koriander oder Petersilie. Das Curry. Und noch ein klein wenig von der Frühlingszwiebel oben auf den Reis. Naja, will nicht so ganz halten, macht aber nichts, sieht auch hübsch aus. Vor allen Dingen schmeckt's. So werde ich das jetzt servieren. So bringe ich das jetzt auf den Tisch. Ich wünsche sehr viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Natürlich immer einen guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!